Für eine erfolgreiche Zukunft der Wirtschaft auf den Weltmärkten sind qualifizierte Berufsleute eine zentrale Voraussetzung. Laufende Strukturveränderungen erfordern zunehmend eine Flexibilisierung und Anpassung an neue Aufgabengebiete. Die praxisorientierte Berufsbildung ist eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf eine starke und konkurrenzfähige Wirtschaft. Die Burkhalter Gruppe ist eine in der Schweiz führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk und beschäftigt gegen 3000 qualifizierte Mitarbeitende. Über 500 Lernende sind in der Ausbildung. Der jährliche Umsatz der Gruppe beträgt zwischen 400 und 500 Millionen Schweizer Franken. Allein in Zürich haben bisher über 1000 junge Menschen ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Sie sind der Stolz von Burkhalter. Verantwortlich für die Lernenden in Zürich ist Karl Rüttimann. Er koordiniert die Ausbildungsprogramme und die gesamte Berufsbildung. Man legt hier wie in allen Gruppengesellschaften großen Wert darauf, dass alle Lernenden eine umfassende, gute Ausbildung erhalten und die Schlussprüfung erfolgreich bestehen. Jugendliche, wie hier in einem Schulhaus in Zürich, die im letzten Schuljahr vor der Berufswahl stehen, informieren sich hauptsächlich über das Internet oder das Berufsbildungszentrum. Jährlich geben verschiedene Firmen, wie auch Burkhalter, Auskunft über die Berufsausbildung, die Möglichkeiten der Weiterbildung sowie das richtige Vorgehen bei der Stellenbewerbung. Das ist Patrick Ragut. Er ist begeisterter Motorradfan. Patrick wohnt bei seiner Familie in Affoltern bei Zürich und hat sich für eine Ausbildung als Elektroinstallateur EFZ entschieden. Auf seine Bewerbung bei Burkhalter bekam er die Einladung zu einem Gespräch. Der Berufsbildner bespricht mit Patrick seine Bewerbung und die Schulzeugnisse. Wichtige Voraussetzungen für das Erlernen des Elektroinstallateurs EFZ sind gute Mathematik und Deutschkenntnisse, wie auch ein gutes Vorstellungsvermögen. Da die Berufsfachschule hohe Anforderungen an die Lernenden stellt, macht Patrick einen berufsbezogenen schriftlichen Test. Die Berufsfachschule bietet den Test auch für Schüler an. Das Ergebnis des Tests zeigt der Ausbildungsfirma auf, was der zukünftige Lernende bereits an Wissen mitbringt. Und der Schüler hat eine Vorstellung, was ihn erwartet, wenn er sich für diesen Beruf entscheidet. Patrick macht den Schulcheck bei Burkhalter. Der Schulcheck umfasst Rechenaufgaben, Algebra, Geometrie, Deutschkenntnisse, Vorstellungsvermögen, Denkaufgaben, Darstellung und Sauberkeit. Patrick erhält durch den Schulcheck einen ersten Eindruck, welchen Anforderungen er gerecht werden muss und welche Erwartungen an ihn gestellt werden. Aufgrund der guten Benotung vom schriftlichen Check und dem positiven Gespräch werden praktische Schnuppertage vereinbart. Während 4 Tagen soll Patrick realistische Einblicke in das Berufsleben des Elektroinstallateurs erhalten. Patrick wurde über Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz informiert und kann nun vor Ort seinen Vorgesetzten begleiten. Die 4 Schnuppertage ermöglichen ihm realistische Einblicke in das Berufsleben des Elektroinstallateurs. Patrick kann Fragen stellen und den normalen Berufsalltag erleben. Die 4 Tage sollen ihm eine ausschlaggebende Entscheidungshilfe bei seiner Berufswahl sein. Gleichzeitig kann sich der Ausbildungsbetrieb besser ein Bild darüber machen, ob Patrick technisch interessiert ist, im Team arbeiten kann, gerne zupackt, exakt arbeitet und Interesse am Beruf zeigt. Am Schluss der 4 Schnuppertage wird sein Einsatz bewertet. Das Interesse und Engagement von Patrick hinterlassen einen positiven Eindruck. Burkhalter bietet Patrick deshalb einen Ausbildungsplatz an. Er wird zur Vertragsunterzeichnung eingeladen.
Zur Vertragsunterzeichnung kommt Patrick mit seiner Mutter, die als gesetzliche Vertreterin den Vertrag mit unterzeichnen wird. Zuerst werden aber alle Einzelheiten zur Berufsbildung bei Burkhalter besprochen. Dies betrifft den Ausbildungsvertrag, die Berufsfachschule, Versicherungsfragen, Probezeit und der monatliche Lohn, der kontinuierlich vom ersten bis zum vierten Ausbildungsjahr steigt. Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr wichtig und trägt viel zu einer erfolgreichen Ausbildungszeit bei. Sind alle Fragen geklärt und die Entscheidung gefällt, unterzeichnen alle drei Parteien den Ausbildungsvertrag. Heute beginnt für alle neuen Lernenden die Berufsausbildung. Vom Berufsbildner erhalten alle diverse Unterlagen und Lerndokumentationen. An ihrem ersten Tag erhalten alle Lernenden eine Standortbestimmung und Informationen über Bildungsberichte, Rapportwesen, Rechte und Pflichten. Alle sollen über die Firmenorganisation wie auch über das korrekte Verhalten während der Arbeit Bescheid wissen. Alle Lernenden sind verpflichtet, alles zu tun, um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Burkhalter sorgt für eine optimale Betreuung und Ausbildung. Alle sind ab dem ersten Tag wichtige Mitarbeitende innerhalb der Burkhaltergruppe. Die gesetzlichen Vertreter werden zu einem Elternabend eingeladen und informiert. Alle Lernenden erhalten ihr persönliches Werkzeug wie auch ihre Schutzausrüstung. Das Werkzeug wird erklärt. Alle sind für ihr Werkzeug selber verantwortlich. Verlorenes oder abhanden gekommenes Werkzeug muss bezahlt werden. Defektes Material wird umgetauscht. Die Eigenverantwortung der Lernenden wird während der ganzen Ausbildungszeit stark gefördert. Nach dem Ausrüsten werden die Lernenden ihrem direkten Vorgesetzten vorgestellt, der sie zum Arbeitsort führt. Ab jetzt werden die Lernenden jeden Tag direkt zum Arbeitsort gehen und sind wichtige Mitglieder eines Arbeitsteams. Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist für alle sehr wichtig, auch für Lernende. Arbeitssicherheit vermeidet Leid, senkt die Kosten und ist ein Prüfungsfach des Qualifikationsverfahrens am Ende der vierjährigen Ausbildungszeit. Alle neuen Lernenden werden auf einer Baustelle eingehend über Sicherheit am Arbeitsplatz instruiert. Der Sicherheitsverantwortliche, der schweizweit an den rund 90 Standorten der Burkhaltergruppe tätig ist, erläutert anhand von Beispielen, welche Vorschriften einzuhalten sind. Der Sicherheitsbeauftragte zeigt Gefahrenzonen, erklärt die Wirkung und Folgen von Suchtmitteln wie Drogen und Alkohol. Werden diese Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten, kann das Ausbildungsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst werden. Alle Lernenden haben die Arbeitsanweisung über die Arbeitssicherheit und den Bezug der persönlichen Schutzausrüstung schriftlich bestätigt. Burkhalter legt Wert auf ein einheitliches und gepflegtes Erscheinen aller Mitarbeitenden. Auch Patrick kann seine Arbeitskleider im Lager in Zürich abholen. Guten Start noch, gell? Schönen, tschüss, Patrick. Die Verordnung über die berufliche Grundausbildung schreibt vor, was Lernende alles wissen und lernen müssen. Im ersten Ausbildungsjahr sind das hauptsächlich handwerkliche Grundausbildungen, zu denen auch Rohreinlagen gehören. Patrick arbeitet mit einem ausgebildeten Elektroinstallateur. Es wird von ihm erwartet, dass er gut zuhört, mit anpackt und bei Unklarheiten nachfragt. Patrick lernt von Beginn weg, in einem Team zu arbeiten und auch die Sicherheitsvorschriften, zum Beispiel das Helmtragen, einzuhalten. Im Verlauf des ersten Ausbildungsjahres erhält er Aufträge, die er teilweise selbstständig am Neubau erledigen muss. Dazu gehört auch die Bereitstellung des Materials. Die Freude am Beruf wird bei Burkhalter durch das selbstständige und von Beginn weg eigenverantwortliche Arbeiten gefördert. Was Patrick im Team gelernt hat, macht er nun selbstständig. Er hält hier im Keller einen Auftrag und die dazu nötigen Instruktionen.
Bei Unklarheiten kann Patrick jederzeit beim Vorgesetzten nachfragen. Er montiert die Kabelkanalverbindung und kontrolliert seine Arbeit am Schluss. Für die Lernenden ist es wichtig, dass sie früh Verantwortung für ihr Tun übernehmen. So können Schritt für Schritt größere Aufgaben übernommen werden. Nach Beendigung des Auftrags kontrolliert der Vorgesetzte die Arbeit von Patrick. Dann geht es auf zur nächsten Arbeit. Jetzt bekommt Patrick einen anspruchsvolleren Auftrag, der wieder genau und Schritt für Schritt besprochen wird. Zur Grundausbildung gehört auch das Erlernen des Umgangs mit größeren Maschinen. Auch hier muss die Arbeitssicherheit eingehalten werden. Patrick trägt den Staubschutz und den Gehörschutz. Die fertige Arbeit wird vom Vorgesetzten erneut kontrolliert und der richtige Standort anhand des Bauplans überprüft. Es gibt drei Stufen bei der Wertung der im Ausbildungsplan festgelegten Lernziele. Erstens erinnern, zweitens verstehen und anwenden, drittens Probleme umfassend bearbeiten. Burkhalter ist verantwortlich, dass die Ausbildungsziele erreicht werden. Und die Lernenden setzen alles daran, dass sie die Ziele erreichen. Jedem Semester wird am Arbeitsplatz ein Bildungsbericht erstellt. Hier bespricht der Vorgesetzte mit Patrick seine Leistungen und sein Verhalten am Arbeitsplatz und hält das Ergebnis schriftlich fest. Zudem enthält der Bildungsbericht auch die Noten der überbetrieblichen Kurse und die Noten der Berufsfachschule. Der gesamte Bildungsbericht mit allen Beurteilungen bespricht der Berufsbildner Karl Rüttimann mit Patrick. Seine Mutter wird schriftlich informiert. Nächste Ziele, wie auch längerfristige Ziele, werden gemeinsam abgemacht. Wenn die Beurteilung kritisch ausgefallen ist, werden hier konkrete Maßnahmen zur Verbesserung besprochen. Da die Lernenden von Großfirmen direkt zum Arbeitsort, meistens ist dies eine Baustelle, fahren, werden die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Patrick Puri ist im zweiten Ausbildungsjahr. Er trifft hier am Bahnhof ein, da er gerne den Zug benutzt, um zum Arbeitsort zu gelangen. Sind Arbeitsorte nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, werden durch den Chefmonteur Fahrgemeinschaften mit dem Auto organisiert. Im zweiten Ausbildungsjahr sind die Lernenden bereits gut mit den Planunterlagen vertraut. Die anstehende Arbeit kann auf Basis der Planunterlagen besprochen werden. Die Arbeiten werden nun auch technisch anspruchsvoller. Einzugsarbeiten werden oft zu zweit erledigt. Eine gute Verständigung und Teamarbeit werden vorausgesetzt. Die vorsichtig abisolierten Kabel und Drähte werden angeschlossen. Anhand der Drahtfarben und Farben an den Steckdosenanschlüssen kann sich Patrick orientieren, wo welcher Draht gesteckt werden muss.
Eine Erstprüfung der Steckdose erledigt er selber. Nach allen Fertigmontagen wird ein Sicherheitsberater alles nochmals prüfen und protokollieren. Neben den verschiedenen 230-Volt-Anschlüssen muss Patrick im zweiten Ausbildungsjahr auch Anschlüsse von Telefonkabeln beherrschen. Er überprüft die Funktion des Apparates und die Verbindung. Bauprovisorien müssen regelmäßig geprüft werden. Eine gute Gelegenheit für Patrick, sich mit verschiedenen Messungen vertraut zu machen. Einen Tag pro Woche besucht Patrick die Berufsfachschule. Diese übernimmt die Verantwortung, den Lernenden die im Ausbildungsplan festgelegten theoretischen Kenntnisse zu vermitteln. Dazu gehört neben dem fachtechnischen Unterricht auch Staats- und Wirtschaftskunde sowie eine Sportlektion. Die Schulklassen bestehen aus etwa 12 bis 15 Lernenden aus verschiedenen Firmen. Diese Klasse bleibt während der ganzen Ausbildungszeit in der gleichen Zusammensetzung. Ja, Spannung 230 Volt, ja, Frequenz 50 Hertz und der Strom. Die Berufsfachschule in Zürich verfügt auch über eine Bibliothek, wo Bücher und andere Medien zur Wissensförderung ausgeliehen werden. Die Fachbücher für den Unterricht sind jedoch persönlich und werden gekauft. Burkhalter beteiligt sich an den Kosten.